Ich habe die Ausbildung zur Heilerziehungspflege angefangen, weil mir die Arbeit mit Menschen einfach total Spaß macht. Und ich durch meinen Bundesfreiwilligendienst vor einem Jahr in einem heilpädagogischen Kindergarten auf die Ausbildung aufmerksam geworden bin. Da ich ganz gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeite, war es eigentlich schon relativ schnell klar, dass ich entweder in den Kindergarten gehe oder halt in den Bereich Schule. Ich habe ja vorher die Ausbildung zum Pflegeassistenten gemacht und habe dadurch bis jetzt nur im Erwachsenenbereich gearbeitet. Und dann dachte ich, das ist auch mein Weg und habe mich dann in der Lothar-Wittkow-Werkstatt im Arbeitsbereich beworben. Allerdings war es dann im Arbeitsbereich so, dass sich dann herauskristallisiert hat, dass das doch nicht so ganz mein Weg ist. Und deswegen habe ich mich jetzt auch für im zweiten Jahr für einen anderen Bereich entschieden. Da bin ich jetzt in der Kindertagesstätte, in der Integrativen, hier in der Stadt Hagen, in der Krippe. Jedes Jahr können wir in eine andere Einrichtung schauen und deswegen habe ich jetzt im ersten Jahr mit dem Kinder- und Jugendbereich begonnen und im zweiten Ausbildungsjahr dann in den Wohnbereich geguckt, damit ich auch mal in anderen Altersgruppen jetzt mit Erwachsenen zusammenarbeite und das ist sehr interessant. Die Schülerinnen und Schüler haben hier die Möglichkeit, während ihrer Ausbildung erstmal vielfältig das Arbeitsfeld der Heilerziehungspflege kennenzulernen. Das ist ja so gedacht, dass wir, sag ich mal, in der Schule die Theorie lernen und in Ort Praxis das dann auch wirklich erleben, sehen, was wir zum Beispiel letzte Woche im Unterricht gelernt haben. Das ist ja zusammen miteinander verknüpft. Die Heilerziehungspflege versteht sich als interdisziplinäre Ausbildung. Das heißt, die Fächer im Sinne von Pädagogik, Soziologie, Pflege, Medizin, Recht, um eben nur einige zu nennen, werden dann aber auch noch ergänzt von praktischen Bereichen. Das heißt, Musikrhythmik, Werken, Psychomotorik. Auch diese Bereiche werden hier ganz intensiv erarbeitet. Also mir gefällt die Ausbildungsstruktur ziemlich gut, dass wir 3 Tage in der Praxis sind und 2 Tage Schule haben. Vieles, was man in der Schule dann lernt, kann man dann die nächsten Tage in der Praxis dann teilweise auch umsetzen. Man beobachtet mit einem ganz anderen Auge. Das Wachsen und sich Entwickeln des Berufsbildes haben auch wir hier, ich will mal sagen, mitgestaltet, miterlebt, mitinitiiert und sind als Schule auch seit Jahren schon eben sowohl in der LAG, also die Landesarbeitsgemeinschaft der Heilerziehungspflege, aber auch die BAG, das heißt die Bundesarbeitsgemeinschaft der Heilerziehungspflege, immer aktiv tätig gewesen, auch mit in Verantwortung gewesen und ich denke, das zeichnet diese sehr kleine Schule eben auch aus.